Von zu Hause ins Büro, dann in den Supermarkt und dann wieder nach Hause. Fast 90% unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Kein Wunder also, dass Wohngesundheit ein so wichtiges Thema ist. Ja, und egal, ob ihr baut oder saniert, wir geben euch Tipps, worauf ihr achten solltet, damit euch euer Zuhause nicht krank macht. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Asthma, Schwindel und noch viel, viel mehr. Solche Krankheitssymptome können mit eurem Zuhause zusammenhängen. Denn Schadstoffe können aus Wänden, Möbeln und Böden ausdünsten. Zwar nur in geringem Maße, aber dafür für eine lange Zeit. Und je nachdem, wie empfindlich euer Körper darauf reagiert, kann das richtig schlimm werden. Tja, ist die Raumluft einmal belastet, dann wird es schwierig und auch ziemlich aufwendig, den Übeltäter zu finden. Deshalb ist es viel, viel besser, die Wohngesundheit von Anfang an bei der Planung eures Baus oder dann später bei der Sanierung mit einzubeziehen. Und wenn ihr bei der Gelegenheit nicht nur euch, sondern auch der Umwelt was Gutes tun wollt, dann denkt doch gleich mit ans Energiesparen. Und dafür gibt es sogar zahlreiche Förderprogramme, mit denen ihr dann richtig viel Geld sparen könnt. Und wenn ihr jetzt Fragen habt, egal zu welchen Themen, zum Beispiel Förderung, aber auch alle anderen Fragen rund ums Thema Baufinanzieren, dann wendet euch gerne an die Beraterinnen und Berater von Hüttich und Rompf. Die beraten euch gerne kompetent, kostenlos und unverbindlich. Wenn ihr gesundes Bauen und Wohnen von Anfang an einplanen wollt, dann braucht ihr Fachleute. Und wir haben euch jetzt mal eine Checkliste erstellt, woran ihr unbedingt denken solltet. Definiert zunächst mal euren gesundheitlichen Bedarf für den Neubau oder die Modernisierung. Achtet bei Altbauten auf eine gute Substanz und lasst euch gegebenenfalls beraten. Beauftragt in jedem Fall qualifizierte Architekten für gesundes Bauen und Modernisieren. Und wählt vor allen Dingen qualifizierte Fachhandwerker aus. Verwendet Baustoffe und Bausysteme, die von unabhängigen Instituten auf ihre gesundheitlichen Eigenschaften geprüft sind. Dazu gehören etwa das Eco-Institut oder auch Nature Plus. Und sucht euch Baustoffhändler, die euch zu den gesundheitlichen Eigenschaften ihrer Baustoffe beraten können. Und ganz wichtig, achtet vor, während und auch nach der Bauphase auf ein wohngesundheitliches Qualitätsmanagement. Und beauftragt ausschließlich Umweltanalytiker, Labore und Institute, die sich strengen Qualitätsauflagen unterziehen. Alles wichtige Punkte, aber irgendwie klingt das doch ziemlich abstrakt, deswegen lasst uns einfach mal ein bisschen konkreter werden mit unseren ganz praktischen Tipps zum wohngesunden Bauen. Wieder ganz groß im Kommen sind natürliche Baustoffe, zum Beispiel Kalk- oder Lehmbaustoffe, Holz, Hanf oder andere Pflanzenfasern. Auch dazu gehören Natursteine, keramische Baustoffe oder andere tierische Produkte, wie zum Beispiel Schafwolle. All das kann sich positiv aufs Raumklima auswirken. Aber Vorsicht! Natürlich heißt nicht gleich schadstofffrei. Und auch hier gilt, achtet auf Qualitätssiegel, TÜV-Zertifikate und Öko-Zertifizierungen. Außerdem muss, wie bei natürlich allem, die Ausführung fachgerecht sein. Vor allen Dingen bei der Dämmung. Denn die soll ja nicht nur Heizenergie sparen, sondern auch die Feuchtigkeit regulieren, vor Schimmel schützen und den Schall dämpfen. Das klappt mit natürlichen Baustoffen ganz wunderbar, wenn eure Handwerker wissen, wie damit umzugehen ist. Der Putz, also die verschiedenen Putze, die es gibt, und die Farben hängen eng zusammen mit der Dämmung, denn sie sorgen für einen Feuchtigkeitsausgleich zwischen der Innenraumluft und der Wandkonstruktion. Also kurzum, es geht um ein gutes und gesundes Raumklima, also einfach darum, dass die Wände gut atmen können. Das leisten zum Beispiel Putze und Farben auf Kalkbasis und die können sogar Schadstoffe abbauen und schimmelhemmend wirken. In diesem Bereich hat sich zum Glück einiges getan, denn früher, da dünsteten Kleber, Lacke, Öle, Fugenmassen und Mottenschutzmittel ganz schön gesundheitsschädliche Stoffe aus. Heutzutage gibt es viele emissionsarme Produkte. Achtet also hier auch auf Siegel und Zertifikate. Testet doch einfach die Verträglichkeit mit einem Musterstück von eurem gewünschten Bodenbelag. Und als ultimativen Test könnt ihr das ja sogar nebens Kopfkissen legen. Und zu einem wohngesunden und schadstofffreien Haus gehören natürlich auch die richtigen Möbel, zum Beispiel Vollholzmöbel oder auch ökologische Möbel. Sie sind zwar meist teurer, aber ihr Geld wert. Hier nochmal der Hinweis, achtet wirklich auf eine strenge und konsequente Materialauswahl. Vom Keller bis zum Dach. Denn dann schafft ihr euch ein super wohngesundes Umfeld. Und das Beste, wohngesund bauen oder modernisieren ist meist nur unwesentlich teurer oder überhaupt nicht teurer als konventionelles Bauen. Apropos Geld, wie schon gesagt, die Beraterinnen und Berater von Hüttich und Rompf helfen euch gerne, die richtige Baufinanzierung für euch zu finden. Und wir versorgen euch weiterhin mit Tipps und Infos rund um die Themen Immobilien, Baufinanzierung und Co. Schaut mal hier in das nächste Video rein, da geht es um Hausbaukosten. Über ein Abo freuen wir uns immer. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche im neuen Video. Bis bald. Tschüss. Ciao.